Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video soll es darum gehen, in MeshLab 3D-Modelle zu navigieren, zu verkleinern und interne Shader zu verwenden. Das soll am Beispiel vom Porträt des römischen Kaisers Nero geschehen. Kaiser Nero ist dafür bekannt, einen ausgeprägten Drang nach Luxus und Prunk gehabt zu haben. Ein Beispiel für seine prunkvolle Selbstdarstellung ist eine kolossale Statue, die er von sich hat aufstellen lassen. Sie stand nach seinem Tod noch neben dem Kolosseum, wie Münzbilder bezeugen. Die Archäologin Marianne Bergmann hat ein Buch über diesen kolossalen Nero geschrieben und die Statue darin rekonstruiert. Was aus dieser zeichnerischen Rekonstruktion nicht deutlich wird, ist, dass die Statue vermutlich vergoldet war. Anhand eines 3D-Modells, das mit dem Weißlichtscanner des 3D-Campus-Labors Göttingen von einem Gipsabguss der Gipsabgusssammlung des Archäologischen Instituts angefertigt wurde, wollen wir diese Materialität erfahrbar machen. Dafür benutzen wir das Programm MeshLab in der Version 2016.2. Zuerst importieren wir das Modell über den Reiter File und über den Befehl Import Mesh. Rechts neben dem Befehl stehen auch immer die Tastenkombinationen dabei, die man alternativ verwenden könnte. Beim Importieren und auch später beim Speichern muss man darauf achten, dass im gesamten Pfad keine Umlaute oder Sonderzeichen vorkommen. Sonst kann das Programm das Modell nicht öffnen. Während das Modell geladen wird, kann man sich schon mal die Benutzeroberfläche anschauen. In der Mitte der Fußzeile steht der Name des Objekts und Informationen zu seiner Auflösung. Ganz rechts sind weitere Informationen zu der Ansicht auf das Objekt im Programm, dem Field of View und den Frames per Second. Ganz oben ist eine Leiste mit diversen Tools und Aktionen, die wir im Laufe der Tutorials noch kennenlernen werden. Oben rechts befindet sich eine Auflistung aller Modelle, die in diesem Projekt verwendet werden, in diesem Falle nur eines. In der Box darunter kann man Einstellungen zur Darstellung im Programm für das Modell auswählen und darunter befindet sich ein Protokoll der ausgeführten Befehle, wo nun auch das Importieren drin steht. Zunächst kann man jetzt mit der Nummer 1 auf dem Nummernpad der Tastatur in die orthofotografische Ansicht wechseln. Hat man dies getan, steht es auch hier unten in der Fußzeile. Hier können wir auch entnehmen, dass das Modell fast 3 Millionen Faces und knapp 1,5 Millionen Vertices hat. Was diese Begriffe bedeuten, kann man sehen, wenn man an das Modell heranzoomt und oben in der Leiste bei Faces, Vertices und Edges draufklickt. Unser 3D-Modell ist ein Mesh, was bedeutet, dass es aus einem Netz von Linien, den Edges, Punkten, den Vertices und Flächen, den Faces besteht. Bevor wir das Objekt nun vergolden, wollen wir es zuerst auf eine Größe runterrechnen lassen, in der unser Rechner es gut handeln kann. Dabei kann es vorkommen, dass einzelne Faces falsch orientiert sind und beim Verkleinern Probleme bereiten können. Deswegen wollen wir sie zuerst entfernen. Unter Filters findet man, nach Kategorien sortiert, unterschiedliche Aktionen, die man auf ein Modell anwenden kann. Unter Cleaning and Repairing findet sich der Befehl Remove Faces from Non-Manifold Edges, was das Problem der falsch orientierten Faces behebt. Verweilt man mit der Maus über dem Filter, so bekommt man auch eine kleine Kurzbeschreibung. Unten im Protokoll kann man dann auch das Ergebnis des Filters sehen. In diesem Fall gab es keine Faces, die entfernt werden mussten. Nun kann man das Modell mit einem Filter verkleinern. Dieser befindet sich in der Kategorie Remeshing, Simplification and Reconstruction und heißt Simplification, Quadratic Edge, Collapse, Decimation. Damit öffnet sich ein neues Fenster mit diversen Parametern für den Filter. Man kann entweder direkt die angestrebte Zahl an Faces eintragen oder eine prozentuale Reduzierung wählen. Den geringsten Qualitätsverlust hat man mit einer prozentualen Reduzierung um 82%. Wir tragen in das Feld also 0,82 ein. Wenn man mehr zu den jeweiligen Parametern wissen möchte,
kann man auch auf das Feld Help klicken und bekommt jeweils eine kurze Erklärung. Mit Apply wenden wir den Filter dann an. Eine gute Anzahl an Faces für normale Rechner ist 2 bis 400.000. Wir wiederholen beide Schritte nun so häufig, bis wir in der Fußzeile diese Zahl sehen können. Den Schritt Remove Faces from Non-Manifold Edges wiederholen wir dabei ebenfalls, da durch den Verkleinerungsprozess wieder falsch orientierte Faces hinzukommen können. Wenn die gewünschte Zielgröße erreicht ist, gerne aber auch immer wieder zwischendurch, sollte der Fortschritt unter File Export Mesh As gespeichert werden. Dabei ist es klug, die Datei nicht zu überschreiben, sondern einen neuen Namen zu wählen. Nun kann das Objekt tatsächlich golden gemacht werden. Hierfür wenden wir Shader an. Das sind Effekte, die im internen Render auf die Objekte gelegt werden. Unter dem Reiter Render findet man zahlreiche Möglichkeiten, die Darstellung des 3D-Modells im Programm zu erweitern. Man kann die geografischen Achsen anzeigen lassen oder ein Gitter in den Hintergrund legen. Man kann aber auch Shader auswählen. Der Shader dimple.gdp lässt das Objekt golden erscheinen. Außerdem hat man auch hier wieder unterschiedliche Parameter, an denen man herumspielen kann. So kann man zum Beispiel die Lichtquelle verändern, was das Objekt ganz anders wirken lassen kann. Jetzt wollen wir das Objekt genauer betrachten. Wie wir bereits mit 1 im Nummernfeld eine Vorderansicht bekommen haben, können wir 3 für eine Seitenansicht klicken und 7 für eine Oberansicht. Mit 6 kann man das Objekt schrittweise nach rechts drehen und mit 4 schrittweise nach links. Gleiches mit 8 nach oben und 2 nach unten. Mit 9 kann man das Objekt sogar diagonal drehen. Hat man kein Nummernfeld auf dem Laptop oder will eine ganz bestimmte Ecke des Objektes genauer betrachten, kann man natürlich auch die Maus zum Drehen verwenden. Man hält die linke Maustaste gedrückt und dreht mit ihr das Objekt in die gewünschte Richtung. Mit Steuerung und linker Maustaste kann man das Objekt auch im Raum bewegen und mit dem Mausrad kann man zoomen. Da die Shader nur eine Visualisierung innerhalb von MeshLab sind, kann man diesen goldenen Zustand nicht speichern. Möchte man es trotzdem außerhalb des Programms präsentieren, kann man einen Snapshot von ihm machen. Hierfür klickt man in der Tool-Leiste auf das Kamerasymbol. Als Speicherort ist standardmäßig der Ordner eingestellt, in dem das 3D-Modell sich auch befindet. Man kann den Snapshot mit einem Namen versehen und außerdem auch einstellen, ob als Hintergrund der MeshLab-Hintergrund oder zum Beispiel doch lieber Transparenz dienen soll. Schließlich kann man den Shader auch wieder ausschalten und so vergleichen, welche Wirkung die Vergoldung auf dem Betrachter hat. Ist es noch monochrom oder schon bunt? Wie verändert das glänzende Material die Gesamtwirkung? Kann man die Einzelheiten nun besser oder schlechter erkennen? Wie verändert sich die Wirkung bei wechselndem Licht? Um das besser beurteilen zu können, können wir auch unter File, New Empty Project ein neues Projekt öffnen, in das wir das Modell nochmal importieren und über das Minimierungssymbol die beiden Modelle nebeneinander betrachten und bewegen. Vielen Dank fürs Zuschauen.